Die Winter in Moskau sind kalt und lang. Im edlen Pelz lässt sich die dunkle Jahreszeit einfach besser ertragen. Au. Au. Wir russischen Frauen lieben es, Pelze zu tragen, erst recht solche. Das ist doch ein wahrer Zarenpelz. Tradition ist in Russland von großer Bedeutung. Wir sind nun einmal das Land der Pelze. Dieser kostet nur 96.000 Dollar. Ist das nicht viel Geld? Naja, das ist genauso viel wie für ein Auto. Aber teuer ist es nicht. Was heißt das schon, viel oder nicht viel? Wie ein Auto eben. Darf ich noch einen anprobieren? Ja, natürlich. In Julias Privatgarderobe reihen sich bereits mit. Man sollte eine ganze Garage voll mit Pelzen haben. Denn mit Pelzen ist es wie mit Autos. So wie man einen Jeep, ein Sportauto und einen ganz normalen Wagen haben sollte, so ist es auch mit Pelzen. Man benötigt verschiedene Modelle für verschiedene Anlässe. Man kann nicht zu viele Pelzmäntel haben. Die Entscheidung fällt schwer. In die engere Wahl kommen russische Wildkatze und Zobel, der Klassiker für einen leidenschaftlichen Pelzliebhaber. Das hier ist die edelste Verarbeitung des Zobels. Außerdem ist es eine exklusive Farbe. Der Mantel ist wie ein japanischer Kimono geschnitten. Die Brosche hier unten, natürlich handgemacht, besteht ebenfalls aus Zobel und Federn. Das ist einer der teuersten Mäntel unserer Kollektion. Er kostet auch um die 96.000 Dollar. Nach einer Stunde ist Julia sich sicher. Die Wildkatze setzt sich gegen den Zobel durch. Nun heißt es warten. So einen Mantel kann man natürlich nicht sofort mitnehmen. Den muss man maßgeschneidert bestellen. Dann wird er genauso, wie ich ihn haben möchte. Dieser Pelz ist der schönste von allen. Ich fühle mich wie eine Königin. Das Krokus-Messezentrum am Moskauer Autobahnring.